Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück bei eineinhalb Rinde, Ritter auf der Suche nach der hinreißenden Erzählende. Ja, in der letzten Folge hatten wir ja das Vergnügen. Ja, was heißt das Vergnügen? Wir haben versucht, unseren guten Adele aus dem Brunnen rauszukriegen. Wir müssen jetzt oder haben seinen Badezusatz hier schon mal irgendwie so ein bisschen ranbekommen, hoffe ich mal. Ich weiß noch nicht, ob das hier alles einen Sinn ergibt, aber wir werden's ja sehen. So, ich wollte jetzt eigentlich nochmal mit diesen verurteilten Wissenschaftler quatschen. Vielleicht hat er noch irgendwelche Informationen für uns, weil um in dem Spiel weiterzukommen, sollte man sich viel unterhalten, um näher Informationen anzubekommen. Ja. Und da quatschen wir auch gar nicht so lange dumm rum. Wir tun's einfach mal. Schönen guten Tag wünsche ich. Ja, den wünsche ich mir auch. Sieht aber nicht so aus, als würde ich eine bekommen. Ne? Ja. Den schönen guten Tag, den wünsche ich mir auch öfters mal. Du spinnst, die Erde ist eine Scheibe. Ich brauche deine Hilfe als Wissenschaftler. Ja, wir brauchen seine Hilfe als Wissenschaftler, fragen wir ihn mal einfach hier. Ich brauche deine Hilfe als Wissenschaftler. Tja, eigentlich bin ich hier gerade etwas eingespannt. Wir sind sozusagen Hände gebunden. aber mal sehen, was ich machen kann. Worum geht es denn? Die Stimme ist einfach genial von den Alten, muss ich mal so sagen. Haben sie echt gut hingekriegt. Was kann man gegen schreckhafte Pferde tun? Das ist eine gute Frage. Ich weiß jetzt nicht, ob wir das beim letzten Mal schon mal gefragt haben. Woran liegt das schlechte Kurvenverlagerung von den Pferden? Was kann ich tun, damit sich Pferde besser lenken lassen? Indem du einfach ein Lenkrad anbaust. Nein, kleiner Scherz am Rande. Hast du irgendeinen allgemeinen wissenschaftlichen Rat für mich? Geht das hier noch weiter? Ach ja, geht hier noch weiter. Ach nichts. Ich schaffe das auch allein. Okay, wir fragen mal das Erste. Was kann man gegen schreckhafte Pferde tun? Da fallen mir zwei Möglichkeiten ein. Gleich zwei. Super. Die erste wäre, alle schrecklichen Sachen aus dem Gefüge von Raum und Zeit zu tilgen. Ja, okay. Und die zweite? Leicht verwirrt, Alter. Man müsste verhindern, dass die Pferde die schrecklichen Sachen sehen. Das klingt doch schon mal deutlich besser. Ja, man könnte den Pferden die Augen ausbrennen. Was? Okay. Oder man sorgt dafür, dass die Sonne erlischt. Vielleicht lasse ich mir doch lieber selbst was einfallen. Wie du willst. Ich würde jetzt gleichmütig mit den Achseln zucken, aber... Das Joch und so, ne? Kann ich dir mal sonst noch was helfen? Alter, der scheint irgendwie nicht alleine zu sein. ja, Pferde, Augen ausbrennen, also... Ne? Wir sind hier keine Tierquälerei, also... Auch im Mittelalter ein bisschen Cornignons bewahren, muss ich mal so sagen. Cornignons. Woran liegt das schlechte Kurvenverhalten von den Pferden? Gut, ja, gut. Fragen wir einfach. Woran liegt das schlechte Kurvenverhalten von Pferden? Du hast Glück. An demselben Problem habe ich gerade letzte Woche gearbeitet. Ach was? Ja, und ich habe auch den Grund für das Problem gefunden. Echt? Wow, ich bin gespannt, sag schon. Zentrifugalkraft! Was? Na, Zentrifugalkraft! Ich hab dir doch schon gesagt, dass die Welt eine Kugel ist. Ja, aber... Und weil alle Straßen auf dieser Kugeloberfläche verlaufen, ist der Ärger noch vorprogrammiert. Denn alle geraden Straßen sind in Wirklichkeit gebogen. Und alle gebogenen Straßen sind in Wirklichkeit... doppelt gebogen. Es ist doch kein Wunder,
dass man mit den normalen, geraden Plateauhufen nicht weit kommt. Ich bekomme wieder diese Kopfschmerzen. Was wir brauchen, sind flache, gebogene Hufe. Ja, am besten U-förmig, wie die Erdkrümmung. Warte, in meiner Tasche habe ich eine Blaupause. Die kannst du dir gerne nehmen. Aha. Ich glaube, ich hab sie. Nein! Das ist nicht... Obwohl... Pfui! Oh, Entschuldigung. Jetzt aber. Ja, das ist sie. Diese Bauanleitung sollte dein Problem lösen. Super, mal gucken. Boah, ich verstehe nur Bahnhof. Am besten finde ich jemanden, der sich damit auskennt. Ha, jetzt haben wir ja schon mal eine Blaupause. Wenn ich mich nicht irre, brauchte der Schmied oder der Schmiedlehrling eine Blaupause. Das hören wir jetzt schon mal. Das ist ja praktisch. So, was hat der Alte noch zu sagen? Halt. Schönen guten Tag wünsche ich. Ja, den wünsche ich mir auch. Sieht aber nicht so aus, als würde ich eine bekommen. Ne? Ja, das wissen wir doch schon. Ich brauche... Tja, worum geht es denn? Das überspringe ich mal ein bisschen. Das hatten wir ja schon mal. Was kann ich tun, damit sich Pferde besser lenken lassen? Hast du irgendeinen wissenschaftlichen Rat für mich? Ja, lenken lassen. Was kann ich tun, damit sich Pferde besser lenken lassen? Es müsste etwas sein, mit dem sie sich steuern lassen. Am besten, man befestigt es direkt am Kopf. Natürlich, so eine Art... Gedankenkontrolllaser. Alter, voll daneben. Mehr an so eine Art Zügel oder so. Ja, das ginge natürlich auch. Kann ich dir mal sonst noch was helfen? Ja, bestimmt kein Gedankenkontrolllaser. Der ist ja voll daneben, der Alte. Aber gut. Irgendwie mag ich ihn. Hast du irgendeinen allgemeinen wissenschaftlichen Rat für mich? Na klar! Pass auf! Die Wissenschaft ist eine schöne Sache! Es schade nur, dass sie in die Hände von Wissenschaftlern geraten ist, du Hühnerdreck. Na dann? Kann ich dir mal sonst noch was helfen? Hast du irgendeinen allgemeinen... Ach, das hatten wir ihn ja schon gefragt. Ach nichts, ich schaff das auch allein. Du weißt ja, wo du mich findest. Ja, wir gucken mal, ob wir hier was im Kerker noch finden. Man sollte ja eigentlich immer alles abgrasen. Wir können ja hier nochmal hier schauen. Hosenboden. Irgendwas. Na no. Der Wächter ist fort. Ich glaube aber ohnehin nicht, dass er gut auf mich zu sprechen wäre. Ja, das glaube ich auch nicht, lieber Lanze. Den hast du ganz schön übel mitgespielt, auch wenn er ein bisschen aggro war. Wie sich der Wächter wohl befreit hat? Hat sich die Hose losgerissen. Können wir das abnehmen? Da? Vielleicht könnte ich den Hosenboden abtrennen. Andererseits, was soll ich mit einem abgetrennten Hosenboden? Wie sie... Das hatten wir alles schon. Können wir das irgendwie nicht mit der Zange oder so? Vielleicht könnte ich den Hosenboden abtrennen. Andererseits... Was soll ich mit einem abgetrennten Hosenboden? Ja. Außer einem gewissen Unterhaltungswert ist dieser abgetrennte Hosenboden doch ziemlich unnütz. Naja, aber für irgendwas muss es ja eigentlich gut sein. Wenn die schon da... irgendwie... Schwert vielleicht? Vielleicht könnte ich den Hosenboden abtrennen. Andererseits... Was soll ich mit einem abgetrennten Hosenboden? Blasebalken? Außer einem gewissen Unterhaltungs... Ja, das hatten wir ja schon. Gut, also... Klipp und klar gemacht. Dit wird nix. Oh! Wer ist denn er? Kerkermeister. Na, hoffentlich tut er uns nix. Aha. Was ist das hier? Knebel.
Darf ich kurz stören? Kommt drauf an. Bist du ein Kunde oder nur zu Besuch? Nur zu Besuch. Ach, du bist doch Lanze, richtig? Unser Schwertchampion. Und der Bodyguard der Prinzessin. Ja, der bin ich. Gut erkannt. Dann warst du ja schon fast Kunde bei uns. Schade irgendwie. Ich habe hier einige neue Instrumente, die ich zu gern mal ausprobieren würde. Ja. Wirklich ein Jammer. Ich mag ihn jetzt schon irgendwie. Was gibt's denn Neues aus dem Welt der Flottentechnik? Weißt du etwas über den Schwarzen Ritter? Ich muss los, ich habe zu tun. Wir fragen ihn mal, ob er was über den Schwarzen Ritter weiß. Weißt du etwas über den Schwarzen Ritter? Und ob, er ist eine Legende im Folterkreisen. Man sagt, er habe die dreifache Daumenschraube erfunden. Die Wasserfolter mit automatischer Spülung. Und eine Folter, die sich die Celine Dion-Methode nennt. Einige sagen sogar, aber das wage ich zu bezweifeln, dass er der Begründer der modernen Mathematik ist. Ach du Schreck. Natürlich kann das auch alles nur aufgebauschte PR sein. Fakt ist aber, dass ihm noch keines seiner Opfer entkommen ist. Oh nein, die arme Herzelinde. Keine Panik, Lanze. Wenn die Gerüchte stimmen, dann hält er sie noch jahrelang am Leben, damit er sich an ihrer Pein laben kann. Ich glaube, mir wird schwindelig. Und wir beherrschen den Wuxi-Fingergriff mit doppelter Schraube und Salto-Rückberger. Jawohl. Was gibt es denn Neues? Was gibt's denn Neues aus der Welt der Foltertechnik? Oh, wo soll ich da nur anfangen? Der neueste Schrei ist mit Sicherheit die spanische Ameisenfolter. Mit echten spanischen Ameisen. Olé! Hier drüben haben wir die beheizbare eiserne Jungfrau. Glühende Zinken für kalte Folternächte. Und was ist das da? Ach, das? Das ist nun mein alter Folterknebel. Verstehe, damit deine Opfer nicht so laut schreien. Aber nicht doch. Das Schreien ist doch ein Zeichen dafür, dass der Kunde zufrieden ist. Nein, nein, ich kann es doch nicht ab, wenn bei der Folter getratscht wird. Diese Quasselstrippen bringen mich noch zur Weißglut. Ich bin doch kein Friseursalon. Ja, also friedliche Kunde ist das A und O im Geschäft, muss ich mal so sagen. Ach, herrlich. So ein Knebel könnte ich auf jeden Fall gebrauchen, fragen wir mal. Vielleicht kriegen wir den ja auch. So ein Knebel könnte ich auf jeden Fall gebrauchen. Tja, tut mir leid, aber ich brauche den auch sehr dringend. Er ist mein einziges Mittel gegen nervtötende Gäste. Ich hasse es einfach, wenn während der Folter gequasselt wird. Im Ernst, kaum sitzen die Leute hier auf dem Stuhl, beginnen sie damit, ihre Lebensgeschichte zu erzählen. Ich bin doch kein Taxifahrer. Aber keiner ist so schlimm wie mein Folterknecht. Ha, ich wette, ich kenne einen. Kennst du nicht? Mein Folterknecht ist die ultimative Nervensäge. Doch, mein Begleiter Erdal ist unter Garantie schlimmer. Da mache ich jede Wette. Okay, Deal. Wenn du mir glaubhaft belegen kannst, dass dein Erdal die schlimmere Nervensäge ist, dann bekommst du den Knebel. Na, das sollte einfach werden. Alles klar, jetzt sollen wir wohl irgendwie beweisen, dass der gute Erdal wohl schlimmer ist. Erdal ist definitiv die schlimmste Nervensäge von allen. Erdal ist definitiv die schlimmste Nervensäge von allen. Beweis es mir! Was sagt er denn so Schlimmes? Ja nun, was sagt er denn immer so? Was ist? Ich bin neugierig! Seltsam, mir fällt gerade nichts ein. Nun radetz. Tja, so schlimm kann er dann ja wohl nicht sein. Doch, doch, er ist wirklich schlimmer als eine Pestbeule. Am besten, ich gehe kurz zu ihm und lass mich inspirieren. Er redet so viel Stuss, das kann man sich ja gar nicht alles merken. Dann mach das! Ich muss los, ich hab zu tun. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Ja, dann sollen wir jetzt also zu diesem guten Adel gehen und ihm beweisen, dass er nur Stuss Vergiss oder so es. Redet. Ich gehe bestimmt nicht freiwillig zurück in die Zelle. Na, na. Die Türen stehen noch offen, gute Lanze. Ja, dann gehen wir mal zu diesem guten Adel hin und werden dann ihm beweisen, dass er halt schlimm ist, um den
ja, wen kann man dann sagen, Folterknebel zu bekommen? So. Sind wir auch schon hier? Dumm, die dumm, die dumm. So, Adel. Nun gib Gas. Nein, das ist keine echte. Nicht die Statue, Adel. Ich muss mit dir reden. Ah, Lanze. Was hast du auf dem Herzen? Los, komm endlich da raus. Was brauchst du da für den Lanze? Sag mal, bist du noch so eine richtige. Sag mal, Erdal, du bist doch so eine richtige Nerven. Ein guter Gesprächspartner. Ist dir das aufgefallen? Wie schön. Ja, und ich würde mich liebend gerne mit dir unterhalten. Lanze, ich bin immer für einen Plausch unter Ritterkollegen zu haben. Nun gut. Augen zu und durch, Lanze. Auf geht's. Gut, was hältst du vom Wetter? Also ehrlich, so fängt man doch kein Gespräch an. Hast du eine Anekdote aus deiner Heimat parat? Ich und Herzelinde, na, was denkst du? Knick, knack! Oh, wie gefällt dir meine Frisur? Wie gefällt dir meine Frisur? Sehe ich nicht albern aus? Guck mal, wie eine Frau, oder? Ich finde, du kannst das tragen. Was? Nein! Du findest die Frisur abscheulich und lächerlich. Sag, was du wirklich darüber denkst. Ich will das jetzt hören. Ich glaube, du hast ein Problem mit deinem Selbstbewusstsein. Mach dich nicht schlechter, als du bist, Lanze. Na, frag ihn, wie das Wetter ist. Was hältst du vom Wetter? Es sieht nach einem wundervollen Tag aus. Ein ideales Wetter für Heldentaten. Was? War's das schon? Das war ja eine ganz normale Antwort. Ja, was hast du denn jetzt erwartet? Dass du aus dem Brunnen kommst, habe ich erwartet. Verdammt. Hast du eine Anekdote aus deiner Heimat parat? Ach, ich möchte dich nur ungern mit diesem abergläubischen Gewäsch langweilen. Was? Doch, doch, langweile mich. Sag etwas vollkommen Absurdes, was Unangebrachtes. Gib mir so eine richtige verbale Breitseite. Du Lanze, ich mache mir ein wenig Sorgen um dich. Na, Handkantenschlag und Kick im Genick. Ich und Herzelinde, na, was denkst du? Knick, knack? Och, Lanze, da halte ich mich lieber raus. Die Prinzessin ist ein bezaubernder Mensch, aber ich würde dir niemals unehrenhafte Absichten unterstellen. Was? Natürlich würdest du. Das ist genau das, was dich ausmacht. Du, Lanze, geht es dir nicht gut? Nee, ich glaube, ihm geht das wirklich nicht gut. Ach, ich geb's auf. Hä? Was gibst du auf? Ach, nichts. Ich muss mich wohl geschlagen geben. Ich gehe zum Folterknecht und gebe zu, dass ich mich geirrt habe. Und dass mein Partner keine Nervensäge ist. Tja, er nimmt ja auch ein Bad, guter liebe Lanze. Was haben wir denn hier? Sag mal, wie machen Pferde noch gleich? Ha! Nee. Und da sagt... Nee, Pferde machen nichts. Sag mal, kann er hier irgendwie was... Mal gucken. Hallo, mein gehörnter Freund. Hast du hieran vielleicht Interesse? Okay, okay. Musst ja nicht gleich ausflippen. Na, flipp doch nicht gleich aus. Vielleicht eine leckere Decke? Hallo, mein gehörnter Freund. Ich habe hier etwas zu essen für dich. Vegetarisch? Aber was? Ja, ja. Du isst nur, was beim Mondlicht keinen Schatten wirft? Na, so ein Käse. Ja, habe ich mir gedacht. Was bei Mondlicht keinen Schatten wirft? Beiß mal hier einen Zeichenblock rein. Hallo, mein gehörnter Freund. Hast du hieran vielleicht Interesse? Okay, okay. Musst ja nicht gleich ausflippen. Also er mag das also nicht. Was soll ich denn damit? Weiß auch nicht. Ich dachte nur... Also zum Baden kann ich es auf jeden Fall nicht gebrauchen. Ah ja, ist ja gut, ist ja gut. Wie wählerisch wir sind. Ja, was machen wir jetzt? Achso, wir können ja jetzt zum Folterknecht irgendwie, glaube ich, zurück. Und müssen ihn ja jetzt irgendwie da... irgendwas mitteilen, ob wir was erreicht haben oder nicht.
Ja, irgendwie scheinen wir nichts erreicht zu haben. Würde ich so sagen. So, da ist er auch schon. Da bin ich wieder. Ah, hallo Lanze! Ja, wir sind wieder zurück! Ich muss leider gestehen, dass ich mich geirrt habe. Erdal ist offenbar nicht die schlimme Nervensäge, für die ich ihn gehalten habe. Du kannst dir das nicht vorstellen. Ich habe versucht, die üblichen dummen Kommentare aus ihm herauszulocken. Aber plötzlich, puff, keine Spur mehr von seiner Impertinenz, dieser unglaublichen Unverschämtheit, mit der er sich erdreistet, mir gegenüberzutreten. Herzelinde retten? Nein, Monsieur nimmt lieber ein Bad. Das ist meine Kultur, sagt er. Verfluchter Mistkäfer, ich gebe dir Kultur. Hier hast du Kultur. Erstick an deinen verdammten Luftblasen und an deinem Badezusatz und an deiner ach so orientalischen Kultur, Kultur, Kultur. Du Nutzloser! Nutzloser! Oh! Ich hab mich wohl etwas vergessen. Entschuldigung. Mein Gott, Lanze! Du bist ja nur noch ein nervliches Wrack! Ich hab zwar nur die Hälfte verstanden, aber die Gesellschaft von diesem Erdal muss ja wirklich die Hölle sein! Du machst dir ja keine Vorstellung. Hier, Lanze! Nimm meinen Knebel! Du brauchst ihn offenbar dringender als ich. Danke. Ja, unser guter alter Lanze ist jetzt nur noch ein Wrack. Da ist aber ganz schön zum Ausbruch gekommen, so. Also muss ich mal ja so sagen. Nicht schlecht. Ja, jetzt haben wir hier unseren guten alten Knebel. Was müssen wir? Können wir wieder was? Weiß ich nicht, können wir hier was kombinieren? Das will ich nicht, Knebel. Nee, kniebeln sollst du dir auch nicht. Ein Band? Hier ran? Warum sollte ich das daran festbinden? Weiß ich nicht, vielleicht weil es Spaß macht. Das hatten wir ja schon. Warum sollte ich das daran festbinden? Ja, ja, ist doch gut. Können wir das vielleicht hier ran machen? So? Vielleicht könnte ich den Hosenboden abtrennen. Andererseits, was soll ich mit einem abgetrennten Hosenboden? In die Tasche packen, Lanze, in die Tasche! Vielleicht hast du dafür ja nochmal eine Verwendung später. Ja, das ist also. Ist halt so. Unser guter Lanze will es nicht. So, damit haben wir jetzt also einen Knebel in unserem Inventar. Und. Können wir ihn nicht mal hier das Bildchen zeigen? Mal gucken. Hast du diese Frau hier gesehen? Na klar, das ist Prinzessin Herzelinde. Sie schmückt heute die Titelseiten aller wichtigen Zeitungen. Angeblich ist sie entführt worden, weil ihr Bodyguard gepennt. Ja, okay. Der macht uns auch nur schlecht, weil ihr Bodyguard gepennt hat. So, dann gehen wir mal zum unserem Wetterzwerg. Oder Miesepeter-Zwerg. Hast du zufällig dieses Mädchen hier gesehen? Na klar, das ist doch Prinzessin Herzelinde. Die kennt doch jeder. Tja, wer hätte gedacht, dass du dich so gut auskennst in der High Society. What? High Society? Da ist aber einen abgebrochen, wa? Ist er bestechlich? Er nimmt nur Kleingeld. Ja, was ist denn das denn? Das sind doch bloß Münzen hier. Naja, gut. Diese Idee war nicht gerade das Salz in der Suppe. Ja, okay. Das war's auch nicht. Ist hier vielleicht noch irgendwas mit der Statue oder so? Das ist kein echter Gelehrter, nur eine Statue. Der Gelehrte symbolisiert die Wissenschaften. Können wir eigentlich den Seil da irgendwie wieder dran befestigen? Na hör mal, mein Ritterkodex verbietet mir jede Form von Denkmalschändung. Also Lanze, wo denkst du hin? Denkmalschändung. Ich bitte dich. Hat unser Prüfer hier schon wieder was Neues?
Einen schönen guten Tag. Einen guten Tag? Ha! Das wollen wir doch erst einmal sehen. Ich möchte die Pferdeprüfung wegen der Sicherheitsmängel. Ich glaube, ich kann die Sicherheitsmängel beheben. Können wir irgendwie noch nicht, weil wir haben noch kein... Danke für nichts. Ha, dafür bin ich ja da. Was hat das hier mit der Ente eigentlich auf sich? Ich verstehe das nicht. Quack. Ich komme da nicht so ganz mit irgendwie. Braucht die vielleicht Wasser? Hallo, schnabeliger Freund. Hast du hieran vielleicht Interesse? Dann halt nicht. Wirst schon sehen, was du davon hast. Verstehe gar nicht. Hier. Fressen. Hallo, schnabeliger Freund. Ich habe hier etwas zu essen für dich. Was war das? Das ist doch so ein wählerisches Biest. Die frisst aber auch gar nichts, das Vieh. Ich weiß nicht, für was die da gut ist, dass die da so ist. Pferdedecke mit Ente benutzen. Hallo, schnabeliger Freund. Hast du hieran vielleicht Interesse? Dann halt nicht. Wirst schon sehen, was du davon hast. Also irgendwie bin ich jetzt ein klein wenig ratlos. Und weiß nicht, was wir hier machen. Achso, wir können ja nochmal hier zu unserem Schmied reingehen. Weil wir haben ja hier noch eine Blaupause bekommen von unserem Wissenschaftler. Jawohl. Was hat mit dem Herz hier, Lebkuchenherz auf sich hat, weiß ich auch nicht. Es wird hier zwar angezeigt, aber irgendwie können wir da nichts dran rütteln. Ja, wir geben ihnen jetzt mal die Blaupause. Was habt ihr denn da? Eine Art Plan? Sieht interessant aus. Was? Ach, er hat's genommen. Das war alles? Hallo? Hallo. Oh, Kundschaft. Wegen deinem Hufeisenproblem. Wegen deinem Hufeisenproblem. Ich hätte da einen super Tipp für dich. Schießt los. Ich bin für jede Hilfe dankbar. Mach einfach kleiner. Das hatten wir ja auch schon. Die Hufeisen sehen doch schon sauber aus. Kühlt sie einfach ab. Das hatten wir auch alles schon, aber das bringt uns ja nicht weiter. Ich kann dir doch nicht helfen. Niemand kann das. Ja. Ich lass dich mal lieber weiterarbeiten. Tut das. Ja, also da kommen wir auch momentan nicht weiter. Können wir das hier nicht doch nehmen? Gitterkodex Paragraf Charlie Delta Bravo Zulu. Ist niemals fremde Lebkuchen. Alpha, Beta, Gamma und bla bla bla. Da habe ich hier so einen kleinen Zungenbrecher in der Zunge gehabt. Ein Zungenbrecher in der Zunge. Okay. Ergibt hier überhaupt gar keinen Sinn. Ja. Aber irgendwas muss das doch mit der Ziege auf sich haben. Ich verstehe das nicht. Die muss doch irgendwas. Können wir die Ziege nicht so ein Ding geben? Hier so eine Decke? Beiß mal rein da. Hallo, mein gehörnter Freund. Ich habe hier etwas zu essen für dich. Vegetarisch? Aber. Was? Vegan? Was heißt denn. Du isst nur was bei Mondlicht keinen Schatten wirft. Ja, ja, das hatten wir ja schon mal. Mondlicht keinen Schatten wirft. Ach so, wir könnten ja eigentlich hier. War hier nicht hinten irgendwas? Wir könnten ja hier mal. Ich weiß nicht, wozu wir eigentlich immer noch dieses Leim brauchen. Hier, friss mal Leim.
Nein, ich habe mir vorgenommen, in diesem Spiel keine Tiere zu quälen. Okay. Ich habe meine Prinzipien. Ich habe auch meine Prinzipien. So, können wir das hier irgendwie... Was soll das bringen? Ein kleinen Streich für unseren Adele. Ja. Das ist nicht schön, schön. Kommen wir da nicht eigentlich? Geht's da? Ach, da geht's gar nicht rein. So, wir gucken mal hier. Und versuchen mal jetzt hier, wir haben jetzt hier Kräuter und Salz. Vielleicht können wir jetzt... Ach, hier ein Wassereimer. Na gut, ich gieße das heiße Wasser in den Brunnen. Oh, warmes Wasser. Sehr gut. Sehr gut. Ja, jetzt haben wir den... Das ist jetzt ein leerer Eimer. Hier, hast du Badesalz? Nimm das und wehe nicht. Was soll das sein? Naja, Salz. Zum Baden. Willst du mich ärgern? Ich brauche Badesalz, nicht Speisesalz. Und wo ist der Unterschied? Ja, genau weiß ich es auch nicht. Ja, bitte. Aber Badesalz duftet nach Kräutern. Und Speisesalz nicht. Ah, wie wählerisch. Wir haben ja hier auch in unserem Inventar Kräuter und Salz. Können wir das vielleicht miteinander kombinieren? Okay, ich mische alles zusammen. Et voilà, wohlduftendes Salz. Badesalz. Ah, jetzt haben wir hier Badesalz. Tun wir in den Wasser rein. Und das freut er sich. So. Das Wasser schäumt und duftet jetzt. Oh, ein Badezusatz. Nicht schlecht, nicht schlecht. So, nun komm raus da. Wo hast du denn nun deinen Spaß gehabt? So, komm. Immer schön langsam. Ich hab doch noch gar nicht fertig gebadet. Oh. Pumpernickel. Warum sollte ich das daran festbinden? Weiß ich nicht. Er sagte, er braucht Blasen. Können wir vielleicht mit dem Blasebalken hier einen Blasen machen? Obwohl ja hier Blasen eigentlich schon zu sehen sind. Ich verstehe das überhaupt nicht. Gucken. Gute Idee. Ich stecke den Blasebalg hier unter den Arm der Statue. Aha. Aha. Und nun? Das Wettpusten würde ich verlieren. Ja, und weiter? Wie der Blasebalgmacher wohl den ganzen Wind da reinbekommt? Nein, der ist dort an genau der richtigen Stelle. Ja, und nun können wir hier irgendwie noch was? Ja, der Gedanke liegt nahe. Ich behalte das mal als Option im Hinterkopf. Das sehe ich genauso. Ja. Zange unmöglich. Fesseln? Weiß nicht. Na hör mal, mein Ritterkodex verbietet mir jede Form von Denkmalschändung. Hm. Von Denkmalschändung? Perfekt, jetzt brauche ich nur noch einen Antrieb. Aha. Das ist hier Seil. Das ist ein Seil und keine Zahnseide. Jetzt haben wir hier schon mal ein Seil dran, das finde ich ja praktisch. Ich habe das Seil am Blasebalg befestigt. Und hier weiter. Und nun? Gar nicht so schlecht. Wenn ich das Seil an das Bein der Ziege binde, kann ich sie als Antrieb benutzen. Ha, es klappt. Es entstehen Blasen im Brunnen. Oh, Blubberblasen. So, das müsste es doch jetzt gewesen sein. Ich sollte mit Adal reden. Ja, dann reden wir jetzt mit ihm.
Ich muss mit dir reden. Ah, Lanze. Was hast du auf dem Herzen? Los, komm endlich da raus. Nicht so schnell. Jetzt ist es zwar ein richtiges Bad, aber so nass kann ich doch nicht reiten. Ich hol mir ja den Tod. Ich brauche etwas zum Abtrocknen. Ich bin gleich wieder da. Lass dir Zeit. Garantiert nicht. Wir haben doch eine gute Pferde, Dicky. Hier, bitteschön. So, genug gebadet. Ja, das hat gut getan. Dank dir, Lanze. Leg mir die Decke ruhig hier hin. So, und jetzt geht es endlich los. Was ist? Willst du mir beim Abtrocknen zugucken oder was? Ist ja schon gut. Mann, 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 der Typ macht mich rasend. Wenn ich ihn nicht für die Suche bräuchte, hätte ich ihn schon längst zum Mond geschossen. Herrlich. Keine Spielchen! Haben wir uns verstanden? Der schwarze Ritter macht mir die Hölle heiß, wenn ihr euch nicht benehmt. Das ist dann ja wohl dein Problem, oder? Mal sehen. Hey, schon mal was von den Genfer Konventionen gehört? Die was? Die Genfer Konventionen? Richtlinien für die Entführung von Prinzessinnen? Ein sauberes Bett. Eine separate Toilette. Zwei Fenster. Drei Mahlzeiten am Tag. Nie gehört. Und ich mach den Job seit 20 Jahren. Tja, dann wird's wohl Zeit für eine Fortbildung. Ach, steckt euch doch eure Konvention sonst wohin. Boah. Guck mal nicht so böse. Nimmt dir doch eh keiner ab. Da bist du einfach nicht der Typ dafür. Verhaltet euch einfach friedlich und dann können wir auch wieder reden über dieses Konfektions-Dings. Dir. Herrlich, einfach nur türlich. Puh, was braucht er denn so lange? Erdal? Hey, Lanze, hier drüben! Was zum Erdal? Jetzt sitzt er doch da rum, ey, ich glaube es nicht. Wie bist du hier rübergekommen? Ich hatte Hunger. Hab ich immer nach dem Baden? Langsam verliere ich die Geduld mit dir. Wir müssen los, Mann. Ja, aber nicht mit leeren Magen. Besorg mir doch schon mal ein Pferd. Schließlich kann ich Herzeline nicht zu Fuß suchen. Ja, ja. Wir sollen ihnen ein Pferd besorgen. Okay, an der Stelle machen wir eine Aufnahmepause. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wenn es heißt 1,5 Ritter. Ich sage ciao, ciao und bis zum nächsten Mal.